Jubel ausbrechen, in Freude ausbrechen, das ist relativ leicht. Manchmal gelingt es uns punktuell. In Freuden aufbrechen, auch das ist leicht, wenn wir nur genug Motivation haben. Aber jubelnd durch die Welt zu taumeln, Tag für Tag, den Weg, wenn er weiter wird, noch immer mit Freuden zu beschreiten, das ist dann gar nicht mehr so leicht. Lässt sich Freude auf Dauer stellen? Und wenn ja, wie kann das gehen? Im Kirchenjahr jedenfalls strahlt die Freude aus, von den großen Festen hinein in die nächsten Wochen und Tage, weil der Freudenimpuls nicht verpufft, sondern weil er etwas im Menschen hinterlässt, ein neues Grundvertrauen. Und das wollen wir heute feiern. Und dazu begrüße ich Sie und euch hier in der Kirche und zu Hause vor den Bildschirmen ganz herzlich. Feiern wir dieses Grundvertrauen und überlegen wir, wie wir mit diesem Vertrauen unsere Welt heute bewohnen können. So beginnen wir. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beten wir miteinander Worte aus Psalm 116 unter der Nummer 746. Und alle, die das unterschreiben können, dass der Morgen frisch und neu ist und dass die Freude schon morgens da ist, die bitte ich mit den eingerückten Versen zu antworten, weil die haben ja jetzt schon Kraft in der Stimme. Und alle, bei denen die Freude so ein Zeitfenster ab 12 Uhr mittags reserviert hat, dürfen mit mir beginnen. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Leid.
Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor allem seinem Volk. Diejenigen unter uns, bei denen die Freude wahrscheinlich am wenigsten an die Tageszeit und auch am wenigsten ans Kirchenjahr gebunden ist, sind die Kinder. Ihr schafft es euch eigentlich immer wieder mal zu freuen und uns damit anzustecken. Und das dürft ihr jetzt im Kindergottesdienst miteinander tun und miteinander teilen. Kommt mal nach vorne, ich sehe schon, Florat, schon die Kerze, die zünden wir jetzt an. Und dann könnt ihr dieses Miteinander freuen, teilen und dann spüren wir es dann zu Hause wieder. Guter Gott, im Vertrauen steckt Trauen, doch ich trau mich so oft nicht. Trau mich nicht, mich fallen zu lassen, auch wenn es gut täte, solange ich nicht genau weiß, welche Arme mich auffangen werden. Sind es deine? Im Vertrauen steckt Trauen, doch ich trau mich so oft nicht. Trau mich nicht zu sagen, was zu sagen wäre, solange ich Angst haben muss, dass mir wer die Worte im Mund umdreht und sie gegen mich richtet. Bist du, die mich versteht? Im Vertrauen steckt Trauen, doch ich trau mich so oft nicht, weil mir das Zutrauen fehlt, auch in mich selbst. Solange die Stimmen in mir so laut sind, die mich klein machen wollen, wie kann deine Stimme lauter werden in mir? Ich rufe zu dir, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und so frage ich dich und jeden und jede von euch, bist auch du die, die sich nach Vertrauen sehnt und es doch nicht immer spüren kann? Bist auch du der, der hin und wieder an der eigenen Mutlosigkeit verzweifelt? Dann sprich dein Ja. Kraft des Befehls, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, verkündige ich als berufener Diener euch die Gnade Gottes, die euch erreichen und euch in Vertrauen hüllen wird. Wie ihr glaubt, so geschehe euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, mein Mutmacher, du bist mir treu. Jetzt spüre ich es. Und auch diese Treue steckt im Vertrauen. Deine Treue schenkt Mut zum Vertrauen, zum Fallenlassen.
Denn du sagst, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Deine Treue schenkt Mut und Vertrauen zum Reden. Denn du sagst, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Deine Treue schenkt Mut und Vertrauen, zu mir selbst zu stehen, denn du sagst, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. Vertrauen entsteht da, wo Menschen erfahren, dass an ihren Grenzen Hilfe kommt. Hilfe, die alles ändert und neue Kraft gibt. Und die kommt nicht von ungefähr, sondern von dem, der als Schöpfer um unsere Grenzen weiß. Hören wir Worte vom Propheten Jesaja. Jesaja 40, 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und Stärke ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und stärkt genug dem Unvermögenen. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf all unseren Wegen. Halleluja. Und wir antworten auf die Worte des Propheten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Vor einigen Jahren berichtete die Satirezeitschrift Postillon von einer spannenden, selbst ausgedachten Studie. Diese habe einen Satz auf die Probe gestellt, der allabendlich bei Sportveranstaltungen durch die Wohnzimmer hallt. Den hätte ja sogar meine Oma ganz locker reingemacht. Ich zitiere die Studie. Den hätte ja sogar meine Oma ganz locker reingemacht. Zu dieser gewagten Behauptung lassen sich leidenschaftliche Fans vor dem TV-Bildschirm immer wieder hinreißen, wenn ein Spieler das Tor verfehlt. Nun zeigen WissenschaftlerInnen der Sporthochschule in Köln in einer Studie, dass die allermeisten Großmütter zu derartigen fußballerischen Leistungen nicht in der Lage sind. Offenbar werden Großmütter hinsichtlich ihrer motorischen Fähigkeiten meist von ihren Enkeln überschätzt, so Sportwissenschaftler Heiko Kemmerich. In der Regel sind sie nicht in der Lage, internationale Top-Torwarte auszutricksen. Eine Enttäuschung dürfte diese fiktive Studie für viele wohl sein. Auch für Thomas. Auch für Thomas, den Protagonisten unseres heutigen Predigttextes. Ich nehme nämlich an, dass Thomas heute diesen Satz genüsslich sagen würde, wenn die Stürmerin am Fernsehbildschirm das leere Tor verfehlt. Den hätte ja sogar meine Oma ganz locker reingemacht. Und den Tag vor dem Fernsehabend, den würde er wahrscheinlich so verbringen. Frühstück mit Zeitung, ein Bericht über das Artensterben in Lateinamerika in den Anden, von der Lateinamerika-Korrespondentin sauber recherchiert. Ob das wirklich so stimmt, denkt sich Thomas. Ein letzter Schluck vom Espresso, dann das Kind in den Kindergarten. Die Pädagogin gibt Tipps, wie die Dreijährige schneller trocken wird. Thomas denkt sich, lass sie reden, ich kenne wohl mein Kind besser als die. Dann ab in die Arbeit. Aber soll er überhaupt gehen? Seine Mutter, die er vor 3 Tagen besucht hat, hat Corona. Naja, denkt Thomas, ich weiß schon selber, wenn ich krank bin. Teammeeting. Wer macht die Präsentation bis Donnerstag? Thomas meldet sich schnell. Er hat Angst, dass der Kollege die wichtige Präsentation versemmelt und den Kunden damit verprellt. Seiner Frau wird er am frühen Abend noch vor dem Fußballspiel im Fernsehen sagen und vor allen Dingen klagen. Ich muss mich da jetzt nochmal dran setzen, wenn man nicht alles selber macht. Doch davor noch Mittagspause im Stammlokal. Die Kellner kennen ihn schon. Er ist der, der immer nachfragt. Das Risotto ist eh auch mit dem Weißwein gekocht, den ich immer so gut finde und wie ich es immer mache, oder? Ach, Thomas. Ach, Thomas, das dachte sich auch Jesus, der Auferstandene. Einige nachösterliche Strapazen hatte er da schon hinter sich. Zuerst musste er noch Maria Magdalena beweisen, dass er nicht der Gärtner ist, sondern eben Jesus. Dann gesellt er sich zu den Jüngern mit einem herzlichen Friede sei mit euch, aber Thomas ist nicht da. Hören wir, wie es weitergeht. Der Predigttext steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben.
Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herr, segne an uns dieses Wort. Ach, Thomas also, dieses Ach hat man über die Jahrhunderte ganz unterschiedlich gefüllt. Gerade für eine lutherische Theologie ist dieser Thomas eine Reizfigur. Aber so mancher Vorwurf, so manches Ach, Thomas ist auch nicht ganz fair. Welchen Vorwurf an Thomas wir für berechtigt halten und welchen nicht, das zeigen wir schon dadurch an, wie wir den vorletzten Satz Jesu lesen. Man könnte ihn so lesen: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Dann würde man anhand der Reizfigur Thomas die menschlichen Sinne gegeneinander ausspielen und hat das auch getan. Man kann sich daran stören, dass diesem Thomas das Hören nicht reicht, sondern er unbedingt sehen und fühlen will. Und es stimmt ja, es gibt ja genug Gründe für ein Misstrauen gegenüber einer visuellen Kultur oder für ein Misstrauen gegenüber einer Kultur, die dem Sehen so viel mehr zutraut als den anderen Sinnen. Ich erinnere mich an den Bericht aus einem Podcast von einem Richter, der von einer Richterreise erzählt, wo auf einmal viele RichterInnen selber zu Zeuginnen geworden sind. Und auf einmal merkten sie, auch sie, die doch Expertenstatus beanspruchen, haben alle etwas anderes gesehen. Auch sie sind keine guten Zeuginnen gewesen. Ich erinnere mich auch an eine Ausstellung, die ich in der Schulzeit gesehen habe, Bilder, die lügen, über Bildausschnitte, die das Entscheidende verbergen oder kleine technische Manipulationen, die den ganzen Sinn eines Bildes ändern. Heute ist sowas mit Deepfakes viel leichter möglich. Auch Bilder sollten uns nicht zu sehr vertrauen lassen, zumindest nicht sie alleine. Es gibt also genug Gründe für Frust über eine Kultur, die dem Sehen mehr zutraut als den anderen Sinnen. Und gerade wir können immer mal wieder darauf pochen und sagen, der Glaube kommt doch für uns aus dem Hören, aus dem Wort. Und dann können wir hin und wieder auch ein Stoppzeichen setzen in die Gesellschaft. Aber sollen wir unser Ach Thomas wirklich so füllen? Ach Thomas, warum vertraust du nicht dem, was du von deinen Freunden doch hörst? Warum vertraust du deinem Seh- und Fühlsinn mehr als deinem Hörsinn? Warum glaubst du nur, wenn du siehst? Den Vorwurf möchte ich zumindest heute Thomas einmal nicht machen. Er ist auch schon etwas abgelutscht. Denn einerseits wissen wir doch mittlerweile, dass es einfach verschiedene Arten gibt, sich die Welt anzueignen. Es gibt visuelle, auditive, haptische, kommunikative Typen. Jeder Mensch lernt anders und so glaubt auch jeder anders. Wenn es darum geht, dann müssten wir uns manchmal zumindest eher an die eigene lutherische Nase fassen, warum wir denn unser Programm so eindeutig an auditiven Typen ausrichten, so wie jetzt gerade, wo Sie hören müssen, was ich hier erzähle. Warum gibt es denn bei uns so wenig zu sehen, zu riechen, zu fühlen? Aber den Vorwurf können wir Thomas auch deswegen nicht machen, weil er eigentlich gar keinen Anhalt am Text hat, wenn wir genau hinschauen. Denn gesehen haben doch die anderen Jünger auch. Jesus hat ihnen die Wunden unaufgefordert gezeigt. Da wurden die Jünger froh, heißt es,
dass sie den Herrn sahen. Das Sehen eignet sich also nicht, um unser Ach-Thomas inhaltlich zu füllen. Ich glaube, Jesus hat diesen vorletzten Satz anders gesagt. Ich glaube, er hat ihn so gesagt: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Warum, fragt Jesus, warum traust du deinem Blick, deiner Haut, warum traust du dir mehr über den Weg als dem Zeugnis deiner Freunde? Der Thomas aus unserem Text, der ist so ein Thomas, wie ich ihn anfangs beschrieben habe. Er kann den anderen Jüngern nicht trauen, weil er seinen eigenen Sinnen mehr traut als ihnen. Und er wäre wohl heute einer, der solche Sätze sagt. Sätze wie: Wenn man nicht alles selber macht. Den hätte ja sogar meine Oma reingemacht. Ob das so wirklich so schlimm ist mit dem Artensterben, das will ich mir erst mal selber anschauen. Oder auch: Ich weiß schon selber, ob ich krank bin. Was Thomas fehlt, ist eine Eigenschaft, die Vertrauen erst möglich macht. Was Thomas fehlt, ist ein gesundes Selbstmisstrauen. Gesundes Selbstmisstrauen. Das klingt erst einmal gar nicht freudig nachösterlich, und doch bin ich überzeugt, dass die Werbung für ein gesundes Selbstmisstrauen einerseits etwas sehr Lutherisches ist und andererseits etwas, das wir als Gesellschaft gerade dringend brauchen. Was Thomas nämlich vorzuwerfen ist, ist, dass er durch seinen Wunsch den Charakter des Glaubens ändert. Im Falle des Glaubens gilt nämlich: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist schlechter. Vertrauen ist am besten. Ein lutherisches Verständnis von Glauben macht den Aspekt des Vertrauens ganz stark. Und zum Vertrauen gehört so ein gesundes Selbstmisstrauen halt dazu. Weil das Vertrauen auf Gott doch auch bedeutet, dass mir biblische Texte etwas mitgeben können an Trost und Ansporn, das ich mir selbst nie sagen könnte. Und auch, dass mich ein anderer rettet, retten muss, weil ich mich nicht selbst an den eigenen Haaren aus dem Dreck ziehen kann. In diesem Sinne gehört ein gesundes Selbstmisstrauen zur DNA des Glaubens. Und wenn wir Glauben so verstehen, dann haben wir etwas zu sagen. Dann haben wir etwas zu sagen in Zeiten von multiplen Vertrauenskrisen, die uns umgeben. In Österreich vertrauen nur noch 41% der 16- bis 26-Jährigen dem Parlament. Seriöse Journalistinnen werden zusehends verfolgt oder gar nicht mehr ernst genommen. 38% der Menschen in Österreich vertrauen eher dem Hausverstand als wissenschaftlichen Studien. Daran sehen wir, dass ein gesundes Selbstmisstrauen auch gesellschaftspolitisch dringend notwendig ist. Wir müssen Jesu Frage an Thomas hineinschleudern in all die Kontexte, in denen Vertrauen schwindet. Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Nur weil du auch ein Kind hast, glaubst du, du weißt es besser als ausgebildete Pädagoginnen? Weil deine Oma mit dir verwandt ist, glaubst du, sie ist besser als professionelle Fußballerinnen? Weil du deinen Körper zu kennen glaubst, hältst du dein Gefühl für überlegen gegenüber medizinisch erforschten Tests? Jesus übt mit seiner Frage an Thomas, mit ihm und uns, ein solches gesundes Selbstmisstrauen ein. Nicht um ihn zu ärgern, sondern weil unsere Welt ohne Vertrauen zugrunde gehen würde. Und weil das Vertrauen auf andere und auf Gott dort entsteht, wo wir uns unserer eigenen Grenzen bewusst sind. Gehen wir also in diese Woche und in die Monate nach Ostern und üben mit Thomas dieses fröhlich nachösterliche, gesunde Selbstmisstrauen ein. Ich für mich weiß auch schon, wie ich das mache. Ich werde aus der Umkleidekabine im Bekleidungsgeschäft ein Bild an meine Frau schicken, bevor ich wieder einen Pullover kaufe, der mir gar nicht passt. Ich werde jemand anderen bitten, die teuren Porzellanteller zum Tisch zu bringen und sie nicht wieder fallen lassen.
Ich werde den Schlüssel des gemeinsamen Ferienhauses nicht in meiner Tasche deponieren, weil ich ihn dann im entscheidenden Moment wieder nicht finden werde. So befreiend kann gesundes Selbstmisstrauen sein, das von der Gewissheit getragen ist, andere können manches einfach besser. Und was machst du, um dein Selbstmisstrauen zu stärken? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Ostern liegt hinter uns und wir hatten volle und ganz unterschiedliche und für uns alle sehr prägende, schöne Gottesdienste. Und jetzt geht es eben darum, die Freude weiter mitzunehmen. Unsere Erschebet ist heute nicht da. Sie ist in Klausenburg und führt dort die Johannespassion noch einmal auf. Wir können heute also an sie denken und Daumen drücken, dass es dort auch genauso gut gelingt wie hier. Und freuen uns, dass heute Xenia Preisenberger, unsere neue Diözesankantorin, uns begleitet da oben. Vielen Dank und herzlich willkommen. Wir danken für die Kollekte aller Ostergottesdienste gemeinsam, die insgesamt 5.367,99 Euro betragen hat. Die Kollekte am Ostersonntag, die die Baukollekte war, betrug 837,71 Euro. Wir danken für alle Spenden und Kollekten auch online. Die heutige Kollekte ist für das Weiterarbeiten hier in der eigenen Gemeinde bestimmt. Ja, und wir denken natürlich heute besonders an die, die es geschafft haben, die Freude in den Alltag mitzunehmen. Letzte Woche am Ostersonntag, wir haben es schon gehört, wurde Goldene Hochzeit gefeiert von Ihnen, liebes Ehepaar Wilhelm. Und schön, dass Sie heute gleich wieder da sind. Und ich habe schon gehört, es war ein wunderschönes Fest. Und passt eben zum heutigen Thema, wunderbar. Und wir denken auch an die Familie von Dr. Erich Wolfrum, der im 89. Lebensjahr verstorben ist und beerdigt wurde. Und wir beten. Guter Gott, wir danken dir, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet. Du gehst mit denen, die zurück müssen in den Alltag, und tröstest sie. Und du gehst mit denen, die mitkommen in dein Haus, und schenkst ihnen eine Wohnstatt. Amen. Jetzt wollen wir Fürbitte halten. Guter Gott, Vertrauen und Misstrauen, Selbstvertrauen und Selbstmisstrauen,
Sie werden an unterschiedlichen Stellen unserer Welt gebraucht. Wir bitten dich, sende alles dorthin, wo es hingehört. Vertrauen in die Kinderzimmer und die Elternherzen, in die Alltagsabläufe von Familien und Bürogemeinschaften, an die Verhandlungstische und auf Zukunftskonferenzen. Misstrauen und Skepsis überall dorthin, wo es Missbräuche verhindern kann. Um Grenzüberschreitungen, Fake News und Korruption einzudämmen. Selbstvertrauen dorthin, wo Angst Talente im Keim erstickt, wo zu viel runtergeschluckt wird, wo jemand sich selbst nicht annehmen kann. Selbst Misstrauen zu den Kriegstreibern und Diktatoren, zu den Vielrednerinnen und Wenighörern, zu den Fundamentalisten und Rechthaberinnen. Amen. Und wir singen miteinander das Lied in den blauen Büchern. Es ist die Nummer 11 und nicht wie abgedruckt die Nummer 8. Ich bin das Brot. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gotte. Ja, wahrhaft würdig und recht ist es, dass du, guter Gott, uns das Schmecken und Sehen nicht verwehrst. Mit allen Sinnen dürfen wir erleben, wie gut du es mit uns meinst. Und unser Vertrauen dürfen wir gründen auf dieser Erfahrung. Das lässt uns jubeln und einstimmen in den Gesang deiner himmlischen Heerscharen.
Und so hört auf die Worte, mit denen wir das Mahl seit alters her beginnen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's den Seinen und sprach: Nehmt hin und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun kommt, es ist alles bereit. Wir dürfen schmecken und wir dürfen sehen, wie freundlich unser Gott ist. Kommt und feiert mit uns, wie immer, ist in den roten Einzelkelchen Traubensaft und in allen anderen Wein.
Der Psalmbeter weiß, ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Diese Lebendigkeit ist uns verheißen, hier und jetzt und dann im ewigen Leben. Gehen wir in der Gewissheit, dass diese Lebendigkeit uns trägt. Geht hin im Frieden. Friede sei mit euch. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Gehen wir in dieser Gewissheit zurück in unseren Alltag und in unser Leben. Geht hin im Frieden. Friede sei mit euch. Christi Leib für dich gegeben. Niemand ist zum Brot des Lebens. Das Brot des Lebens gibt. Niemand ist zum Brot des Lebens. Christi Leib für dich gegeben. Amen.
Herr, deine Güte reicht, so weit die Wolken gehen. Danke, dass du mitgeholfen hast, um dieser Güte zu erzählen, sie fühlbar und schmerzbar zu machen. Danke für euren Dienst, Frieden und Frieden. Guter Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir von deinem Tisch anders aufbrechen, als wir gekommen sind. Im Sehen, wie freundlich du bist, haben wir erkannt, du bist überall da, in dem, was uns umgibt und was wir jetzt mit anderen Augen sehen können. Im Schmecken, wie freundlich du bist, sind wir auf den Geschmack gekommen, auf den Geschmack des Vertrauens, das uns trägt und das uns beflügelt gehen lässt. Und so lasst euch segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.